Deutschland hat einen echten Digitalisierungsschub erlebt. Unsere Routinen haben sich in vielen Bereichen verändert. Und jetzt kommt es darauf an zu schauen, in welchen Bereichen es sich lohnt, aus diesen Routinenbrüchen, die wir erlebt haben, bewusste Routinenwechsel zu machen. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich will nicht, dass der Küchentisch für diejenigen, bei denen das jetzt die Tätigkeit zulässt, zum Dauerarbeitsplatz wird. Es geht nicht um die Pflicht zum Homeoffice mit grenzenloser Erreichbarkeit, sondern es geht um neue Möglichkeiten, um ein Recht auf Homeoffice, wie Hubertus Heil das anstrebt, um die digitalen Voraussetzungen dafür. Digitale Technologien, digitale Geschäftsmodelle oder vielmehr die dahinterstehenden Rechenzentren, die Geräte, die Clouds, die Software, die haben einen wirklich beachtlichen eigenen ökologischen Fußabdruck. 120% mehr Videokonferenzen, wir haben es gerade gehört. Weltrekord am Frankfurter Datenknoten. Das alles gibt es nicht ohne einen höheren Energieverbrauch. Und auch der Onlinehandel muss natürlich umweltfreundlicher werden, wenn wir in Zukunft nachhaltig konsumieren wollen.